Herzlich willkommen hier zu Enrico vs. Axel. Das dritte Duell steht an. Es heißt Mario Party 9. Ja, da freuen wir uns beide ganz doll drauf. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Genau. Allerdings ist es eine kleine Änderung, denn eigentlich war geplant Mario Kart Wii. Das musste man leider kurzfristig über den Haufen schmeißen, weil Axel, der kleine Schusselkopf, sei nur ein Schock nicht dabei. Ja, aber du hattest mir nichts davon gesagt und wenn doch, dann habe ich es mal wieder vergessen. Wie auch immer, ja, Enrico ist ein fairer Spieler und... Ja, ich wollte nicht, dass Axel ohne Nonchok spielt, weil so wäre kein vernünftiges Duell zustande gekommen. Und wir beide lieben es nun mal mit Nonchoks zu spielen, anstelle mit dem Lenkrad, weil wir damit einfach nicht klarkommen. Richtig. Und weil man damit auch, wie ich finde, nicht wirklich gut driften kann. Wow. Deswegen haben wir uns entschlossen, Mario Party 9 zu zocken. Genau. Haben wir auch schon, wie du richtig gesagt hast, nicht mehr lange gemacht. Ja, und deswegen heißt es Let's Party. Ja, und wir machen es genau wie... Was habe ich denn jetzt gemacht? Du hast Party gedrückt. Hä? Warum bringt er mich denn dahin? Was soll's? Wir machen es wie beim letzten... drück mal bitte A. Ja. Wir machen es wie beim letzten Mal. Ich gucke mal kurz. Ja, ist auch voll. Wir machen es wie beim letzten Mal zwei Spielfelder. Mhm. Ich weiß jetzt bloß noch nicht welches. Ich habe ja alle... beide Computer. Ja, natürlich. Vier Spieler. Und ich nehme... Wir nehmen... Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Deswegen mache ich mal ein bisschen leiser wieder. Mhm. Wen nehme ich denn? Eigentlich nehme ich ja Yoshi ganz gerne, aber... Ach, ich nehme jetzt Yoshi einfach. Verzeihung. Yoshi. Dann nehme ich Todd. Und die Computer per Zufall. Luigi und Waluigi. Passt doch. So, wir haben sieben. Dann such mal aus. Nee, sechs. Das hier, den war nicht. Ist es so schwer oder was? Nee, es ist einfach nur so ein Bonus-Ding, wo man einfach nur abräumt. Aber das will ich nicht. Also wir hatten letztes Mal Blooper Strand und Buhus Horrorburg. Ja. Ich habe immer vorher gesagt Horrorfabrik. Ja, Magma Mine hatten wir glaube ich auch schon mal. Ja, aber nicht im Duell. Achso. Ja, wie wär's? Oder Bombopfer. Ah nee, Bombopferfabrik. Ja, Zufall kannst du jetzt. Okay, das nehmen wir. Bowser. Wie heißt das? Bowser? Bowsers Raumstation. Ah. Komm-Spielstärke reicht das normal, denn es interessiert ja nur uns beide. Ja. Nein, natürlich kein Handicap. Hinweise brauchen wir nicht, wir kennen das Spiel. Und auf starten. Geht's! Ja. Los geht die Scheiße. Die Scheiße, also wirklich so. Sieht ja schick aus. Bowsers Raumstation. Ein wunderschönes Spielfeld. Ja, sieht cool aus. Hat was Episches. Jo. Willkommen auf Bowsers Raumstation. Nein, du sollst bitte nichts zu der Welt erzählen. Willkommen auf meiner Raumstation, ihr Nervensägen. Ne. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, dass ihr euch traut, hier aufzutauchen. Klug ist das nicht, aber immerhin mutig. Aber wenn ihr glaubt, dass ihr mich besiegen könnt, dann seid ihr im falschen Spiel. Ach ja, und noch was. Ja, was? Mit mir bekommt ihr auch zu tun. Bowser Junior meldet sich auch. Ja. Das ist das einzige Spielfeld übrigens, wo die Bosse vorprogrammiert sind. Also wir werden auf jeden Fall gegen Bowser Junior und gegen Bowser antreten. Ah. Gibt es noch weitere Zusatzbosse, oder? Nee, nur die zwei. Diese Mini-Sterne gehören mir und meinem Papa. Alle, ihre einzelne. Jetzt haben wir aber Angst. Ja. So, da müssen wir hin. Da wartet Bowser Junior auf uns. Na los, kommt schon, ich warte. Das klingt doch interessant. So, ihr solltet euch wohl zuerst Bowser Junior vornehmen. Ja, das sollten wir wohl. So. Ja. Wir beginnen erstmal damit, dass wir die Reihenfolge auswürfeln. Und ich habe eine 5, dann bin ich 2. Du bist Dritter. Damit bin ich einverstanden. Yeah, for me. Yoshi. Todd. Waluigi. Los geht's, haben so viele, wenn ich schnell gehen nur können. Mal sehen, wer diesmal der Superstar wird. Ja. Und vor allem müssen wir ja mal gucken, wer in Führung geht im Duell, weil momentan steht es ja 1-1. Und Luigi holt sich gleich mal Mini-Sterne. Naja. Arschloch. Na dann. So, wir. Also, es steht momentan 1-1 und wer gewinnt, der wird. Oh, er kriegt einen Würfel. Ein 1-2-3 Würfel. 1-2-3. So, wenn ich jetzt hoch genug würfel, kann ich mir. Wieder Mini-Sterne. Ja, aber bei meinem Glück wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Abwarten. Aber selbst eine 1 wäre gut. Na, mal sehen. Oh, eine 4. Okay, ich bin sogar Spielführer beim Spielführerereignis, glaube ich. Das heißt, ich werde einen ordentlichen Batzen Sterne sehen. Spiel für Ereignis. Das ist ein wunderschönes Minispiel. Achso, das ist auch immer dasselbe. Ja, ja. So hat das Herzstern-Deck. Was lese ich denn für Herzstern? Du hast das Herzstern-Deck erreicht. Ja, danke, Axel. die Regeln, ich glaube, die kennst du noch nicht. Nee. Na dann.
So, jeder Spieler würfelt einmal mit dem Herzwürfel. Danach ist der Spielführer an der Reihe und würfelt dreimal. Das bin ja ich. Ja. Wenn ein Spieler und der Spielführer Herzen derselben Farbe haben, erhält jeder von ihnen zwei Ministerne je Übereinstimmung. Aha. Da ist ein Beispiel. Der Spielführer hat mehrfach Ministerne, wenn mehrere Spieler dieselbe Farbe wie er gewürfelt haben. Das heißt, ich bekomme immer so viele, wie die anderen bekommen. Ah, und das heißt, wenn du bekommst, das heißt, keinen, wenn alle anderen blau werden und du rot würfelst. Nee, ich bekomme sowieso Sterne. Ja. Weil, wenn jetzt alle blau da und meins wäre rot, würde ich, glaube ich, zwei Sterne kriegen und ihr gar keine. Wenn, also, das heißt, wenn ihr blau und ich würde auch einen blauen, kriege ich sechs und ihr jeweils zwei. Okay, so, das heißt, wir müssen eigentlich immer was, das würfeln, was du hast. Nee, ihr müsst jetzt erstmal würfeln. Okay, grün. Zweimal grün. Und für so, dich und jetzt würfel ich dreimal. Für mich wäre es jetzt gut, rot zu würfeln. Oder grün. Okay. Und ich würfel schon mal rot. Okay, doch nicht. Also ich bekomme doch keine. Also wäre es für mich doch gut, grün zu würfeln. Und er würfelt wieder rot. Na Mensch. Okay, also letzte Chance. Ich werde wohl doch keinen Batzen Sterne sehen. Abwarten. Komm, grün. Blau. Ach, na okay. Luigi hat sowieso schon Sterne. Warum kriegt der denn jetzt nochmal welche? Mano. Ein Spitzenspiel. Zwei Ministerne für Luigi. War Luigi hat leider keine Ministerne. Ich habe auch keine. Todd auch nicht. Und Yoshi 2. Damit bin ich mit Luigi auf Augenhöhe. Dann zurück auf die Hauptstrecke. Auf geht's. Und ich glaube, ich bin... Oh, du schön. Du bist dran. Oh, weia. Wieso auch? Weia. Du könntest richtig, du könntest einen richtigen Batzen kriegen an Sterne, wenn du jetzt höher als eine 3 würfelst. Nein, tust du nicht, aber du lässt 5 Sterne in den Jackpot wandern. Jackpot. Auf Jackpot-Feldern kriegst du alle Sterne, die im Jackpot landen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie die aussehen. Na. Achso, ich sollte dir noch dazu sagen, wenn du die Farbenbildung schüttelst, während der Würfel rollt, lässt du den stärker rollen. Ich weiß, aber ich hab das wusstest du nicht. Nee, ich hab ein geil. Ich würde auch nur eine 1. Wenn ich Glück habe, würfelt er jetzt auch noch eine 1 und ich krieg die ganzen Sterne. So. Ach, bombige Floßfahrt. Ein schönes Minispiel. Ach Gott. Ich glaube, da musste man so halten, ja. Ja. Aber ich muss mir nochmal die Steuerung angucken. Ja, bewegen uns 2 zu springen, ja. Ist nicht besonders schwierig. Üben wird gar nicht mehr genommen, weil wir kennen das alles. Ja. Und dieses Spiel gefällt mir, um echt zu sein, nicht? Tja, mir schon. Ich glaube, ich habe mich noch nie verloren. Es geht einfach darum, den Bomben auszuweichen und nicht vom Floß zu fallen. Wir können die Bomben natürlich... Und ich bin als allererstes. Du bist schon runtergefallen. Weil wenn wir von den Bomben getroffen werden, können wir runterfallen vom Floß. Wir können die Bomben aber auch hin und her schubsen. Oh, jetzt wird's eng für mich, jetzt wird's verdammt eng. Ich bin überrascht, dass jetzt noch das Waluigi so lange durchhält. Dafür, dass er auf Stärke normal, also auf Spiel... Bumm. Ich trau mich nicht, ihn unter Druck zu setzen. Jetzt habe ich ihn erwischt! Ja! Taktisches Durchhaltevermögen. Wuhu! Vierter. Ja, ich habe einen Luigi, Stern. Luigi, wie er applaudiert. Mein erster Stern, jawohl. So, jetzt muss ich darauf hoffen, dass Luigi eine 1 würfelt. Ich glaube, er würfelt eine 2, damit er... Das wäre mal wieder typisch. Ja, ich glaube, er würfelt eine 2. Ja! Ich habe so ein Schwein, das gibt's gar nicht. So heute, bin ich ja, heute bin ich wohl das Glücksschwein. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Aber das Spiel hat trotzdem gerade erst begonnen. Oh, wer wie weiß, geil. Wer sich diese Jackpot-Sterne holt. Wenn ich jetzt, das da vorne ist, glaube ich, ein Jackpot-Feld. Also eine 5 müsste ich würfeln, dann würde ich richtig kassieren. Und? Komm. Ja, ich krieg die 5, wie geil! Ja. Oh, ich bin, das ist ja der Hammer, ey. 10 Sterne. Boah, wie krass. 17 Sterne bekomme ich. Und da fliegen sie, die Sterne. Bling, bling, bling. Wuhuhuhu. Das heißt, ich muss auf die Bowser-Felder. Alter Schwede, was ist das denn für ein Start? Na Mensch. Allerdings ist es, glaube ich, gar nicht so gut, so früh mit so vielen Sternen zu führen. Da ist man immer so im Kreuzfeuer. Tja, jetzt bin oder ich wieder am Zug. So, das heißt... So, wenn du jetzt eine 1 wirst, geht's schön weit zurück, vielleicht. Und? Nee, du bist Spielführer beim Bosskampf. Oh. Bowser, das ist ein Scheißbosskampf. Na, mal sehen. Haha, das hat euch ein bisschen geschafft, Spielführer Todd. Ich war gnädig mit euch, aber jetzt hört ihr gefälligst auf, unsere Ministerne zu klauen. Es wird Zeit, dass ich euch Manieren beibringe. Na, die Manieren möchte ich gerne mal Lass sehen. Lass uns spielen. Jetzt bin ich gespannt, was Oh, du willst mit uns spielen? Wie süß. Jo. Ich hoffe, ihr seid bereit. Aber sowas von. Ich bin gespannt, was für ein Minispiel das ist. Es ist nicht besonders schwer.
So. Würfle und die Leiste oben füllt sich entsprechend dem Wurfergebnis. Wenn du bestimmte Punkte auf der Leiste hast, fügst du Bowser Jr. Schaden zu. Das sind diese Sterne, die da auf der Leiste sind. Aha. Es gibt aber auch, kannst du mal kurz demonstrieren im kleinen Bild, ob da so ein Bowser Jr. fällt, oben in der Leiste. Was? Rechts, weiter rechts, weiter rechts. Nach oben, nach oben. Bisschen nach links, bisschen. Da, da, genau da. Da ist ein kleines Bowser Jr. Feld. Nee, da ein bisschen nach rechts. Da, genau da. Ja. Wenn du da drauf kommst, kann Bowser Jr. dir Schaden zufügen. Das heißt, er zieht dir Punkte ab. Und hier haben die Computergegner meistens übelstes Schwein. Ja, also, aber wie genau muss ich das... Du musst einfach nur würfeln. Ja, einfach das ist mit A. Ja. Und was muss ich genau würfeln? Das siehst du gleich. Okay, dann bin ich mal gespannt. Dann wir haben jetzt Zeit. Ja, dann bin ich jetzt mal wird, glaube ich, erstmal ausgewürfelt, wer anfängt. Na, er freut sich schon tierisch. Mal sehen, wie lange. Zack! In sein kleines Maschinchen. Der kleine Kerl. Ach nee, die kleinen Kerle waren ja die Buhus. Nee, die Buhus, genau. Du hast sie ja so liebevoll genannt. So, da oben ist die Leiste. Und ich soll anfangen. Okay, also ist doch nicht auswürfeln. So, wenn du jetzt beispielsweise eine 3 oder eine 6 würfelst, kannst du ihm diese Punkte, kannst du ihm das abziehen, du bekommst es als Punkte. Und du würfelst schon mal eine 6. Na, bitte. Also ich habe in diesem Bosskampf nie Glück. Na, mal sehen. Und bam. 6 Punkte gleich mal. So. Super. Bin mal gespannt, der wird wahrscheinlich jetzt ein 3 oder eine 6. Mir 4. Es war so klar. Ich kann schon voraussagen, was passiert, weil es einfach so offensichtlich ist. Ich sehe ja. Aber dafür wird Luigi... Der würfelt auch eine 3 oder eine 6. Nee, er wird eine 4. Siehste? Sag's doch. Ich weiß schon, was passiert. Komisch. Das ist jedes Mal so. Und ich sage dir, ich würfel jetzt eine 4 oder eine 5. Und was wetten wir? Ich sage eine 1. Oh! Er hat eine 6. Ich hab doch mal Glück. Ja, ist ja nicht zu glauben. Du hattest schon Glück mit den Sternen. Ja, aber normalerweise bei dem Bosskampf endet das Glück. So, und wer ihn hier am meisten oder zuletzt... Nee, wer am meisten Punkte hat. Darum geht's. Wir haben jetzt beide 6, die haben 3. So, jetzt erhöht er... seine Fähigkeiten sozusagen, denn jetzt kann er öfter uns angreifen. Gibt's mehr Felder, nämlich 3. Also bei der 6, wieso geht's denn bei der 6 jetzt weiter? Ich. Okay. Ich brauche wieder eine 3 und eine 6. Und du kriegst 9 Punkte. Ach nee, doch nicht. Wieso? Nee, ich dachte, es geht jetzt bei der 6 weiter, weil das noch so geleuchtet hat da. Doch, geht's doch. Da unten habe ich doch. Nee, gleich. Nee. Vergiss es, du verstehst nicht, was ich sagen will. Aber ist auch egal. Waluigi kriegt. Oh, eine 2, er trifft nicht. Achso, jetzt weiß ich, warum die so leuchten. So, eine 5 wäre gut. Dann wird er nämlich angegriffen von Bowser Junior. Ja, wunderbar! So, jetzt wird er angegriffen. Gewürfelt, 2. 2 Punkte kriegt er abgezogen. Zweimal darf er zuhauen. Oh, Mensch. Bam, bam! Ach komm, der Pico-Pico-Hammer von Amy's Spiel. So, was bräuchte ich denn jetzt? Eine 2 oder eine 5? Ach, du würfelst eine 3. Nee. 4 wäre jetzt ganz schlecht. Ja! 9 Punkte! Oh, das gibt's ja gar nicht. Alter, was ist mit mir wird los? Na. Hab ich heute mal den Pakt mit dem Teufel geschlossen? Ich warte trotzdem erst ab, bis das Spiel zu Ende ist. Oh, Alter, du kriegst jetzt 6 Punkte. Das wäre so böse. So, dann wäre es nämlich ein Unentschieden zwischen uns beiden. Ja, er kriegt nur eine 4. Ja. So, und Waluigi kann von mir aus jetzt eine 2 würfeln. Komm. Er macht eine 3. Nee, 6 reicht nicht. Okay. Also, man sollte auch dazu sagen, am Ende kann man nicht mehr drüber hinaus würfeln. Also, wenn er jetzt eine 6 und eine 5 würfelt, hat er gewonnen. Nice. Er kriegt 12 Punkte, dann ist es vorbei. Ja. Ich glaube, er... Nee, er holt mich nicht mehr ein. Ich habe gewonnen. Ja, ist denn das zu glauben? Bam, bam. Oh. Nein, der kriegt doch einen Bonus. Scheiße, den hatte ich vergessen. Damit gewinnt er doch noch. Um einen Punkt.